Hallo Beschwörer und herzlich willkommen zu diesem Video. Nach der ersten Wächtergeschichte von Kaiser geht es jetzt direkt weiter mit der Wächtergeschichte von Akali. Und wir starten mit Akt 1, die Rebellen. Und wir befinden uns bei Nudelbill und Akali und Kaiser sind am Start. Und Akali sagt, oh, so lecker. Iss langsamer, Akali. Die Nudeln verschwinden nicht plötzlich. Doch, das tun sie. In meinen Mund. Du kriegst noch Bauchschmerzen und nachher haben wir Training. Und der Preis für die beste Imitation meines Vaters geht an... Ich will nur helfen. Weißt du, wie du mir helfen kannst? Dir zuzusehen ist echt eklig. Wie? Bestell mir Nachschub. Ich hab nicht mehr viel übrig. Bei mir ist noch jeder satt geworden. Danke, Bill. Siehst du, jemand weiß, wann er erwünscht ist. Bill? Bist du noch da? Ja. Ich habe zufällig mitgehört. Ach, komm schon. Nicht du auch noch. Alles gut. Ich bin nicht hier, um über dich zu sprechen. Ich habe meine eigenen Probleme. Die sind bestimmt überhaupt kein Vergleich zu euren kleinen Schulabenteuern. Aber für mich war das ein denkwürdiger Tag. Erzählst du mir jetzt die Geschichte oder kann ich weiterfuttern wie ein Monster? Psst. Und Nudelbill erzählt seine Geschichte. Jeden Morgen stehe ich früh auf, um meine Brühe aufzusetzen. Ich lese gern die Zeitung, während die Aromen sich entfalten. Aber heute war mir eher nach einem Spaziergang. Faszinierend, Bill. Akali! In den frühen Morgenstunden ist Valorant City noch friedlich. Eine ganz besondere Ruhe. Ich war betört vom Duft des frischen Brotes, das ich im Ofen erwärmte. Vom Licht, das ich in winzigen Tautropfen auf frisch gemähtem Gras spiegelte. Ehe ich mich versah, war ich schon stundenlang durch unsere Stadt gelaufen und fand mich an einem Ort wieder, den ich nicht kannte. Oh nein, dachte ich. Ich muss zurück zu meiner Brühe. Wenn sie anfängt zu kochen, war die ganze Mühe umsonst und ich verdiene heute nichts. Aber ich war auf meinem Spaziergang so sehr von Schönheit bezaubert, dass ich meine Schritte nicht mitverfolgt hatte. Ich eilte durch die Straßen und fand durch reines Glück den Weg zurück zu meinem Stand. Meine Brühe siedete immer noch sanft vor sich hin. Alles war in Ordnung. Oh, das war bewegend. Lüg den Mann nicht an, Kai. Was willst du überhaupt damit sagen, Bill? Das war deine bisher langweiligste Geschichte. Danke für dein Feedback, Akali. Aber ich glaube, ihr habt die Moral meiner Geschichte nicht verstanden. Dass du bessere Geschichten erzählen sollst? Dass du lernen musst, GPS zu benutzen? Vertraue deinen Freunden. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ist es nicht offensichtlich, Kaiser? Bill will damit sagen, dass die Fleischbrühe sein Freund ist. Nein, das will er nicht. Warte, oder doch? Nicht ganz, aber Freundschaft ist wie eine gute Brühe. Du hast Zeit investiert und Mühe. Das sind die Hühnerfüße. Und Liebe, die Schweineknochen. Und man muss wissen, dass die Freundschaft auch dann weiterköchelt, wenn man mal getrennt ist. Liebe ist wie Schweineknochen auskochen? Schön gesagt, Nudelmann. Sehr weise. Ich liebe den Teil mit den Füßen und Knochen. Du hast nicht mal zugehört. Du wärst beinahe mit dem Mund voller Nudeln eingeschlafen. Schon wieder. Tut mir leid. Ich bin von unseren vielen nächtlichen Trainings erschöpft. Training? So, so. Welchen Sport macht ihr denn? Und wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Erstens, Golf. Fußball? Baseball? Welche nehmen wir da wohl? Ich nehme die, die am entschiedensten rüberkommt, und zwar Golf, weil die hat ein Ausrufezeichen und die anderen haben ein Fragezeichen und ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Tennis?
Tennis. Na, ich bin sicher, dass ihr beide sehr hart trainiert. Beim Tennis, eurem gemeinsamen Sport. Das tun wir auch. Also gut, ich bin fertig. Danke für die Nudeln, Nudelbill. Lecker wie immer. Kaiser, übernimmst du das? Aber du hast 3 Schüsseln bestellt. 1000 Dank. Na toll. Ich muss Papa um mehr Taschengeld bitten. Du bist eine gute Freundin. Nicht gut genug. Hm? Früher war ich eine bessere Freundin, aber in letzter Zeit... Das Leben ist einfach so kompliziert geworden. Willst du noch einen guten Rat vom alten, weisen Koch? Klar. Es wird nie einfacher. Und 3 Antwortmöglichkeiten. Danke? Oder zweitens, nun, das ist nicht sehr hilfreich. Oder drittens, vielleicht solltest du dich aufs Nudelkochen beschränken. Ja, komm, wir nehmen die 3. Und Nudelbell antwortet, vielleicht sollte ich das. Aber wenn wir alle nur das täten, was bequem ist, wäre die Zukunft in Stein gemeißelt. Also, ich soll also einfach impulsiv handeln? Das ist eher Akalis Ding. Vertraue deiner Freundin. Sie vertraut dir. Wenn das stimmt, zeigt sie es nicht. Das bedeutet nur, dass sie dein Vertrauen in sie noch mehr braucht. Nudelbill hat gesprochen. Hey, danke, Nudelbill. Schreib es bitte an. Kaiser konnte nicht bezahlen und ist am Ende noch ganz rot geworden. Ja, aber wir machen direkt weiter mit Akt 2, Versprechen. Und wir befinden uns im Park von Valorant City. Und Kaiser sagt, Akali? Akali! Sie ist schon 10 Minuten zu spät. Ich glaube langsam, dass sie nicht mehr kommt. Worüber wollte sie überhaupt sprechen? Etwas, das so wichtig ist, dass sie eine Sternenwächter-Notfallversammlung einberuft. Und dann taucht sie nicht mal auf? Vielleicht bin ich zu streng mit ihr. Vielleicht hat sie es einfach vergessen. Vielleicht... Nein, das glaube ich nicht. Nur zur Sicherheit. Und Kaiser geht zu Nudelbill. Akali? Oh, hallo Miss Kaiser. Eine Schüssel Miso kommt sofort. Ich bin nicht hier, um zu essen, Nudelbill. Ich suche Akali. Wie seltsam. Sie war gerade noch hier. Natürlich. Sie ist also verschwunden, was? Sieht so aus. Allerdings weiß ich nicht, was ich mit der halbvollen Schüssel machen soll. Und Akali kommt rein und sagt, Bill, packst du es mir bitte zum Mitnehmen ein? Ich könnte das Zeug den ganzen Tag lang essen. Hey Kaiser, was machst du denn hier? Nudeln essen? Wir sind hier bei Nudelbill, wie der Name schon sagt. Du wolltest mich im Park treffen. Du hast gesagt, es handelt sich um einen Notfall. Hab ich das? Das klingt gar nicht nach mir. Ja, da hast du wohl recht. Du bist eher der vor seinen Problemen verstecken Typ. Hey, ich habe ganz besondere Fähigkeiten und um die 50 verschiedene Sternenmesser. Eine Schüssel zum Mitnehmen. Ich verstehe dich nicht, Akali. Oh, da laufen meine Hühnerfüße. Ich fange sie besser wieder ein. Da gibt's nicht viel zu verstehen. Ich schlafe, ich lerne, ich esse Ramen. Ich kämpfe gegen die Mächte der Finsternis. Und nichts scheint dich auch nur im Geringsten zu kümmern. Oh, das tut es sehr wohl. Mich kümmert vieles. Du versäumst ständig das Training, du schläfst im Unterricht ein, du verbringst deine ganze Freizeit hier. Was kümmert dich dann? Tut mir leid, dass es nicht genug ist. Soll ich mich mehr so wie du verhalten? Soll ich meinen Freunden wie ein kleines Häschen hinterherhoppeln und verzweifelt darauf hoffen, dass sie mich mögen? Ich versuche, ein Team anzuführen. Diese Übungen sind wichtig. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, du versuchst, Lux' Team anzuführen. Ich glaube, du versuchst, Aris' Team anzuführen. Aber wir können nicht sie sein.
Ich bin nicht Janna oder Poppy oder Soraka oder Sarah Fortune. Ich bin ich und du bist du. Unser Trupp hat nicht einmal die gleichen Edelsteinformen. Du willst die Maßstäbe von anderen erreichen. Und die sind nicht hier, um dir auf die Schulter zu klopfen und dir zu sagen, was für eine brave kleine Sternenwächterin du bist. Wir sind Schüler und es gibt Dinge da draußen, die uns töten wollen, ob es uns gefällt oder nicht. Früher oder später werden wir jemanden verlieren und selbst die Einhaltung jeder Regel wird das nicht verhindern. Entschuldige, war das zu viel Wahrheit? Ich weiß, dass du am liebsten nie darüber sprechen willst. Und wir haben drei Antwortmöglichkeiten. Erstens, ja, du nimmst wirklich kein Blatt vor den Mund. Oder zweitens, nein, ich meine, ja, aber das war die gute Art von Wahrheit. Oder drittens, gibt es eine echte Wahrheit? So klingst du gerade. Oh, das ist schwierig. Wir machen mal die Eins. Ja, du nimmst wirklich kein Blatt vor den Mund. Und Akali antwortet, warum sollte ich Dinge schönreden? Da hat doch keiner was davon. Oh, mal überlegen, vielleicht möchte man die Gefühle einer Freundin nicht verletzen? Allerdings ist mir Ehrlichkeit lieber als das ständige Ausweichen mit dummen Witzen. Meine Witze sind aber clever, praktisch Abitur geprüft. Sie studieren Medizin, nenn mich Krankenschwester Akali, denn ich... Worüber wolltest du denn eigentlich sprechen? Darüber, dass wir alle sterben werden? Ich meine... Ja? Du gibst nicht zu, wie beängstigend das alles ist, was wir jeden Tag machen. Ich dachte, du liebst es zu kämpfen. Ums Kämpfen geht es nicht. Darauf war ich eingestellt. Es geht um... Ich habe diesen Traum. Er ist anders als alle anderen. Ich bin wieder bei der Schlacht des Zwielichtsterns. Die Leute rufen um Hilfe. Ich greife nach meiner Waffe, aber sie ist nicht da. Ich blicke an mir herunter und bemerke, dass ich meine Schuluniform trage. Ich bin keine Wächterin. Plötzlich verstummen die Schreie. Ich weiß, dass sie immer noch da sind, aber ich kann sie nicht mehr hören. Ich sollte mich schlecht fühlen, schrecklich sogar, aber das tue ich nicht. Ich fühle mich erleichtert. Und dann wachst du auf? Nein. Dann drücke ich noch ein paar Mal die Schlummertaste. Akali. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie es ist zu fallen? Ich... Es muss schrecklich sein, meinst du nicht? Deshalb haben wir immer wieder diese Albträume. Deshalb höre ich immer wieder Dinge. Auszubrennen und zu etwas anderem zu werden. Oder ganz zu verschwinden. Ist das mit Zoe passiert? War sie eine gefallene Sternenwächterin? Sie schien ziemlich glücklich darüber zu sein. Ich will eine Teamspielerin sein, Kai, aber du willst nie über diese Nacht sprechen. Oder was die alten Wächter tatsächlich durchgemacht haben. Also, manchmal kann ich mir leichter vorstellen, wie es ist zu fallen. Als mir vorzustellen, das für immer zu tun. Wir machen das noch nicht allzu lange. Sogar Lux hatte Probleme. Und Ari hat jede Menge Fehler gemacht. Zwei davon haben wir getroffen. Sag mal, habe ich Xayah neulich gesehen? Nein, das kann nicht sein. Du sagst es. Wir sind genau wie die alten Wächter. Nein, wir sind nicht wie die alten Wächter. Hör zu, was ich dir sage. Ich höre zu. Du musst nicht wie sie sein. Ja, und du auch nicht. Ich... Ach, hey... Ich ziehe dich nur runter. Ich sollte nach Hause gehen. Vergessen wir dieses Gespräch, okay? Nichts für ungut. Nein, warte, Kali. Man sieht sich. Uff. Das war Akt 2, Versprechen. Sehr interessant. Akali hat hier ja ihre Albtraumprobleme. Und wir haben sie sich auch öfter mal verwandeln sehen, als sie da von ihrem Albtraum erzählt hat. Und weiter geht's mit Akt 3 für immer und ewig. Und wir befinden uns wieder bei Noodle Bill. Und Kaiser sagt, beziehungsweise Kaiser denkt,
Akali hat nicht mehr mit mir gesprochen, seit wir das letzte Mal zusammen waren. Diese Unterhaltung lief nicht gerade gut. Ich wünschte Lux... Nein, nein! Wenn ich doch nur wüsste, was ich zu ihr sagen soll. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, ihr näher zu kommen, verliere ich sie mehr. Tut mir leid. Wir öffnen erst in... Oh, Kaiser! Dich habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Ich habe mir fast schon Sorgen gemacht. Hallo, Bill. Keine Sorge, ich bin nicht hier, um zu essen. Ich dachte, Akali ist vielleicht hier. Ah, meine Stammkundin. Ihrem Appetit habe ich zu verdanken, dass ich bald mein Haus renovieren kann. Sie hat bereits ihre 32. Stempelkarte, für die sie nach 8 Schüsseln eine gratis bekommt. Das ist... Es ist... Oh, das weiß ich. Eine ganze Menge Rahmen. Sie schafft es immer, mich zum Lachen zu bringen. Deine Freundin ist echt witzig. Sie unterhält sich mit dir? Oh, manchmal. Und manchmal isst sie nur und schweigt. Das ist bei den meisten meiner Kunden so. Aber sie macht immer so ein ulkiges Gesicht, wenn sie ihre Nudeln schlürft. Das ist jedes Mal zum Totlachen. Ich weiß, was du meinst. So konzentriert, als ob die Welt untergehen würde. Wenn ihr auch nur eine einzige Nudel aus dem Mund fällt. Was sagt sie denn so, wenn ihr euch unterhaltet? Keine Sorge, sie plaudert eure aufregenden Teenager-Geheimnisse nicht aus, welche das auch immer sein mögen. Sie spielt oft Hyper-Kristall-Dingster auf ihrem Handy. Sie spricht viel über die Zukunft oder, dass es keine geben wird. Das ist für jemanden in ihrem Alter gar nicht mal so ungewöhnlich. Wenn man jung ist, hat man nicht viel, woran man sich orientieren kann. Eine schlimme Sache wird die einzige Sache, weil es nichts gibt, womit man sie vergleichen könnte. Sie bleibt immer sehr vage, worum es geht. Nicht, dass mich das etwas angehen würde. Wann bin ich zu jemand geworden, mit dem sie nicht reden kann? Ein Reisender, der 5 Steine trägt, teilt ihr Gewicht mit dem Mann, dessen Hände frei sind. Mach das doch nicht immer wieder mit mir, Bill. Ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Ja, Teenager, eure Probleme sind so klein, aber ihr glaubt, dass die Zukunft des Universums auf dem Spiel steht. Tun wir das? Natürlich. Akali erwähnte, dass du die Anführerin eures... Was war es noch gleich? Eures Tennisteams bist. Das neben der Schule auf die Reihe zu bringen, kann nicht einfach sein. Ich habe nie Tennis gespielt, aber du weißt schon, ich gehe mal einfach davon aus. Andererseits bin ich ein alter Koch, der eine Menge Zeit hat. Ich bin der Mann mit den leeren Händen. Ihre Probleme sind... Die Steine. Schon kapiert. Und ich habe meine eigenen Steine? Das haben wir alle. Du begleitest sie einfach auf diesem Weg. Tragt eure Steine gemeinsam und ich bin sicher, dass sich die Dinge wieder einrenken werden. Danke für diese seltsame, aber hilfreiche Metapher. Ich werd's versuchen. Und Akali ist im Bild. Und Kaiser kommt dazu. Akali. Hey, Kaiser. Verfolgst du mich schon wieder? Und wir haben 3 Antwortmöglichkeiten. Erstens, eigentlich war ich gerade bei Noodle Bill und... Oder zweitens, nein, ich bin ganz zufällig hier vorbeigekommen. Oder drittens, hier hänge ich meistens ab, also verfolgst du eigentlich mich? Wir nehmen mal die 3. Hier hänge ich meistens ab, also verfolgst du eigentlich mich? Und Akali antwortet, das war ein Scherz. Oh, ja, ich weiß. Aber im Ernst, wie hast du mich gefunden? Naja, du versteckst dich ja nicht wirklich. Außerdem sagten die Jungs in der Arcade, du hättest einen Skiball so hart geworfen, dass der Automat kaputt ging und wärst dann zu dieser dämlichen Statue gerannt. War ein Schlagwurf. Wie in der Profiliga. Also, was ist? Bin ich spät fürs Training oder so? Nein, entschuldige. Es geht um was anderes. Wir müssen nicht über Sternenwächter-Dinge sprechen, wenn du das nicht willst. Prima! Aber glaubst du, dass sie irgendwann Statuen von uns errichten werden? Also,
falls wir nicht alle auf schreckliche Weise sterben? Wir haben wieder drei Antwortmöglichkeiten. Erstens, nachdem wir die Welt sowas von gerettet haben? Definitiv. Oder zweitens, ich weiß es nicht. Man muss schon ein ziemlich großer Held sein, um eine Statue zu bekommen. Oder drittens, wenn wir eine bekommen, hoffe ich, dass es eine ist, bei der Wasser aus dem Mund schießt. Ja, wir nehmen mal die... Komm, wir nehmen mal die zwei. Ich weiß es nicht. Man muss schon ein ziemlich großer Held sein, um eine Statue zu bekommen. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Es ist einfacher, wenn wir uns nicht an Lucks Maßstäben messen. Ja, du hattest recht. Wir können unseren eigenen Weg finden. Ich will die erste Sternenwächterin mit einer eigenen Instant-Nudelmarke sein. Mit so viel Salz, dass dein Herz noch am Esstisch explodiert. Ah, puh. Weißt du, ich habe auch Angst davor zu fallen. Wirklich? Natürlich. Ich denke die ganze Zeit an die Invasion. Rakan starb direkt vor unseren Augen. Tausende von Menschen verloren ihr Leben. Und alle sind einfach darüber hinweg. Ich frage mich, ob das immer so sein wird? Wir verlieren immer wieder Menschen, die wir lieben, bis wir einander verlieren? Uns selbst? Das kann nicht richtig sein. Das ist doch nicht gerecht. Und ein Teil von mir wünscht sich, ich könnte einfach zu den früheren Zeiten zurückkehren, bevor das alles passiert ist, bevor Zoe angriff, bevor wir überhaupt wussten, dass es so etwas wie Sternenwächter gibt. Als wir beide ständig in der Arcade waren oder Musik in meinem Zimmer gehört haben oder Freundschaftsbändchen gemacht haben. Ja, Mann, die sind so trashig, total peinlich. Wenn mir irgendjemand meins klauen will, töte ich ihn. Ha, nun... Was wir auch machen, unser altes Leben ist vorbei. Aber die Kaiser von damals, deine Freundin Kaiser, die ist noch da. Du hast zu viel mit dem alten Bill geredet. Hat er dir schon von den 5 Steinen erzählt, die aus Problemen bestehen oder so? Die Problemsteine. Ich weiß immer noch nicht, wovon er geredet hat. Vielleicht werde ich es nie erfahren. Ja, weißt du, das ist schon irgendwie seltsam. Die Gefahr, der wir jeden Tag ins Auge blicken... Unser Eid, die Finsternis. Du hast recht, das ist sehr witzig. Ach, sei still, das ist so überwältigend. Und wenn ich überwältigt bin, machst du einen Witz? Genau, einen richtig dummen. Zum Beispiel nenne ich eine Taube einen Himmelskobold. Einen was? Einen Himmelskobold, weil die Schätze verschlingen und Rätsel stellen. Akali, was glaubst du, ist ein Kobold? Ich weiß, was ein Kobold ist. Hey, hör auf zu lachen. Du schaffst mich. mein Bauch. Ah, puh. Hey, was auch passiert, lass uns einfach versuchen, füreinander da zu sein, okay? Du hast es schließlich versprochen. Du hast recht, Kali. Das habe ich. Freunde bis zum Ende? Selbst wenn es ein mega beschissenes Ende ist? Du und ich, Kali, bis zum mega beschissenen Ende. Pff, Himmelskobolde. Und damit endet auch Akt 3 und damit die Wächtergeschichte von Akali. War doch ganz nett. Wir haben hier die Freundschaft zwischen Akali und Kaiser wieder stärken können. Ja, perfekt. Nudelbill hat wieder ordentlich dazu beigetragen mit interessanten Metaphern. Und dann geht es das nächste Mal mit der nächsten Wächtergeschichte weiter. Ein paar sind noch offen, ein paar müssen noch von den Verbindungen her gestärkt werden. Aber das sollte noch drin sein. Bis zum nächsten Mal.